Hallo, ich bin Tobias. Hi, ich bin Alissa. Hi, ich bin Dominik und wir stellen euch heute die HKK Bionics GmbH vor. Hand- und Armlähmungen, hervorgerufen durch neurologische Erkrankungen und Unfälle, betreffen einen signifikanten Anteil der Bevölkerung. Der Funktionalitätsverlust gleicht dem einer Amputation. Diese körperliche Einschränkung macht alltägliche Aufgaben zu einer großen Herausforderung. Betroffene brauchen oft Hilfe. Ihre Selbstständigkeit und Lebensqualität sind drastisch eingeschränkt. Allein in Deutschland bekommen über 1 Million Menschen eine Rente aufgrund einer Behinderung nach einem Schlaganfall. Der demografische Wandel lässt die Anzahl der jährlichen Neulähmungen steigen. Existierende Lösungen bringen oftmals nur stabilisierende Wirkungen. Sie bringen keine funktionelle Verbesserung im Alltag. Die schlechte Versorgungslage brachte viele Betroffene ernsthaft dazu, eine Amputation der gelähmten Hand in Erwägung zu ziehen. Wir bei der HKK Bionics haben das Problem identifiziert und mit der ExoMotion Hand One ein mehrfach patentiertes Medizinprodukt entwickelt. Dank dieser elektrischen Orthese, im Prinzip ein motorisierter Exoskeletthandschuh, können Betroffene wieder greifen. Unsere Technologie kann gezielt einzelne Finger bewegen und verleiht so einen großen Teil der alltagsrelevanten Greiffunktion zurück. Dadurch können viele Alltagsaufgaben wieder möglich werden. Mein Name ist Tobias Knobloch und ich leite die Abteilung Softwareentwicklung, Produktion und bin der Ansprechpartner für regulatorische Themen im Unternehmen. Um mit diesem patientenindividuellen Produkt eine wirtschaftliche und flächendeckende Versorgung für unsere Patienten zu ermöglichen, haben wir ein Baukastensystem entwickelt. Dieses Baukastensystem wird an unsere Sanitätshäuser und Orthopädietechniker geliefert, die bei uns als Versorgungspartner gelistet werden. Das hat Vorteile für alle Beteiligten, denn die Patienten haben lokale Versorgungsmöglichkeiten und wir rechnen in diesem B2B-Modell mit den Sanitätshäusern direkt ab. Und zu guter Letzt ist dieser Versorgungspartner auch unser Multiplikator. Mit unserer patentierten Fingermechanik können unsere Kunden neben der ExoMotion Hand One auch individuelle, rein mechanische Lösungen herstellen. Patienten, die hauptsächlich an einem Öffnungsdefizit leiden, aber noch Greifkraft haben, werden von unseren Kunden immer öfter mit federkraftbasierten Orthesen versorgt. Mit der ExoMotion Passive Hand können Sie so Patienten helfen, die nicht den vollen technischen Umfang der ExoMotion Hand One benötigen. Für Betroffene, deren Lähmung sich über die Hand hinaus bis zum Ellbogen streckt, wurde die Armschiene ExoMotion Hand One Ellbogen Passive entwickelt. Hierbei wird die ExoMotion Hand One um ein Federgelenk am Ellbogen erweitert, welches den Bizeps unterstützt. Ich bin der Alexander Pohl, Geschäftsführer der Medacure GmbH. Wir investieren seit 2017 in die HKK Bionics. Wir sind auch in der neuen Finanzierungsrunde mit unserem Kapital dabei und freuen uns auf neue Investoren für den gemeinsamen Erfolg der HKK Bionics. Ich bin Dominik Epp. Bei uns im Unternehmen kümmere ich mich um mechatronische Entwicklungsthemen. Gleichzeitig bin ich aber auch im Vertrieb und Kundenschulungen mit unterwegs. Im Jahr 2007, noch während der Schule, wurde ich in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt. Anschließend konnte ich mehrere Monate beide Hände nicht benutzen. Diese Erfahrung hat mich dazu gebracht, Medizintechnik zu studieren und mein Werk dem Thema Versorgung von Handlähmung zu widmen. Nachdem seit letztem Jahr Vertriebe im Gesundheitswesen wieder möglich ist, konnten wir insgesamt bereits 9 Sanitätshäuser als unsere Kunden und Versorgungspartner schulen. 20 Sanitätshäuser stehen bereits auf der Warteliste und haben Interesse, Kunde bei uns zu werden. Nachdem mittlerweile fast 50% der GKV-Versicherten einen Präzedenzfall in ihrer Versicherung haben, wird die Versorgung mit einer ExoMotion Hand One für die Betroffenen immer einfacher und schneller möglich. Unsere aktuellen Sales-Fortschritte lassen uns erwarten, die 6-stelligen Umsätze des letzten Jahres dieses Jahr mehr als zu verdoppeln. Schon während der Entwicklung haben wir das große Interesse an unserem Produkt gespürt. Mittlerweile ist es so, dass wir regelmäßig Anfragen von Patienten, Kunden, Ärzten oder auch Therapeuten bekommen, die es gilt abzuarbeiten. Um dieser Anfragenmenge Rechnung zu tragen, um unsere Marktdurchdringung innerhalb und außerhalb Deutschlands zu erhöhen, unsere Produkte weiterzuentwickeln und dadurch noch mehr Patienten versorgen zu können, streben wir die aktuelle Finanzierungsrunde an. Exits im MedTech-Bereich, speziell auch im Bereich Prothetik und Orthetik, erzielen teilweise Multiples von über 15. Um den zukünftigen Herausforderungen unserer alternden Gesellschaft zu begegnen, möchten wir in den nächsten Jahren zum Global Leader für medizinische Handexoskelette aufsteigen.
Mich motiviert es zu sehen, dass Patienten mit unserem Produkt ihren Alltag wieder besser meistern können und damit einfache Griffe auch wieder ausüben können und das mit ihrer eigentlich gelähmten Hand. Gemeinsam mit euch, liebe Komponisten, können wir dieses Businessmodell vertiefen, verfeinern und auch letztlich damit wiederum vielen weiteren Patienten helfen. Investieren Sie in uns und helfen Sie uns dabei, mehr Patienten Lebensqualität zurückzugeben.